Herzlich willkommen, Freunde. Ja, Super Smash Bros. Steht wieder an und ihr seht, mein Roster hat sich um einiges gefüllt, für die, die das letzte Mal eingeschaltet haben. Ja, ich habe für mich beschlossen, ich möchte das Spiel einfach weiterspielen und ja, habe es halt dementsprechend getan. Und ich habe mir überlegt, dass es ganz schön eintönig wird, wenn ich jetzt mit jedem einzelnen Charakter den Classic-Modus durchlaufe und so. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Wer das macht, ich mache jetzt nur die Charaktere. Also ich mache jetzt nur ein paar Charaktere, auf die, die ich jetzt ein bisschen besser kann, beziehungsweise die Charaktere, wo ich mag. Sagen wir es eher, dass ich mag. Das bisschen besser können ist halt abhängig von dem, von der Erfahrung, die ich mit dem Charakter habe. Weil ich kann mir vorstellen, es wird eintönig jetzt mit Yoshi, Rosalina, danach Bowser Jr. und Wario und dann bla 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 bla. Ja, das sind noch über 20 Folgen, die eigentlich gestrickt dasselbe sein würden und das möchte ich einfach nicht. Deswegen, ich mache jetzt erstmal die Charaktere, die mir persönlich gefallen. So, dann gehen wir mal ganz kurz raus. Und danach kann ich hier nochmal den All-Star-Modus zeigen. Das Stadion hätten wir jetzt auch nochmal hier so. Ja. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir uns so angucken können. Aber ich mache jetzt erstmal beim Klassischen weiter. Und zwar nur mit den Charakteren oder mit ein paar Charakteren, wo ich jetzt auf jeden Fall Lust habe, die zu spielen. Als nächstes nehme ich dann Bowser Jr. Bowser Jr. ist ein Charakter, den ich mir schon lange gewünscht habe in Smash Bros. Die Sache ist aber die, Bowser Jr. ist nicht so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Sondern er ist ein bisschen, ja, sagen wir mal so, nicht so toll, wie ich mir vorgestellt habe. So wie er gespielt wird. Und zwar, wie kann man das so am besten ausdrücken? Ich habe den mir immer erhofft warum fällt mir das gerade nicht ein? Mit dem Pinsel, genau, dass man mit denen kämpfen kann. Wie es bei Mario Party ist auch der Fall ist, dass er halt seinen Pinsel als Waffe benutzt. Und deswegen, ja. Scheiß jetzt mal auf die 5, die ich mir am Anfang gesetzt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Computer hier bei Top Elite ist oder sonst irgendetwas. Deswegen, ich mache jetzt die 7. Wenn die 7 mir zusagt, dann steige ich mich hoch auf 8 und dann auf 9. Ich werde schauen, wie gut ich das aufbringen, dahin bringen. Jetzt fange ich erstmal mit Bowser Jr. an. Ja, ich weiß, dass ich hier spulen kann. Ich weiß, dass am Ende diese Sachen kein Gewinn sind, den ich mir aussuchen soll, sondern das ist einfach mein Pool, was ich so gewonnen habe. So, mal gucken, wie gut ich mich gegen den Computer schlage. Ich habe nämlich jetzt mehr Erfahrung mit echten Gegner. So. Und zack, da geht er trotzdem in die Mine. Achso, stimmt ja. Ach ja. Voll vergessen, dass hier. Hey! Hier wieder Items drin sind und so. Och, Falco, du nervst mich, weißt du das? Jetzt nerv nicht. Arr. Hoppala. Na komm her, Falco. Und flieg! Kleines Vögelchen, ne? Komm her. Oh. Zack, zack, zack. Oh, da ist der Wolf. Hau ab, hab ich gesagt. Hoppa. Oh, so wollte ich das Ding eigentlich nicht anbringen. Oh, cool. Ein Pokéball. Cool. Der portet den Ball hier rechts und links hin. So. War. Was ist das denn? Ums. Yeah. Der Buggy hier, der geht ab. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wohl, wissen tun tue ich's, aber mal gucken. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Richtung zu wechseln. Aber gut. Gegen Sonic und Zelda. Wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Ich habe hier drei Bildschirme vor mir offen. Das ist ziemlich irritierend. Ich weiß nicht, auf welchen ich manchmal gucken soll. So. Oh, Little Max. Ich weiß nicht, ich kann die Computer nicht... Oh, hat der einen Pokéball? Oh. Und den Zauberstab. Watch. Yay! Mein Little Mac! Ich sterbe! Little Mac, ich supporte dich! Hoppa! Bams! Och. So wollte ich es eigentlich nicht machen mit dem Supporten. Herralala. Ist doch eigentlich Zeldas bester Freund, die unten eine Attacke von Bowser Jr. So. Geh mal her. Autsch!
dieser Tritt von Zelda. Diese enorme Wumms, wenn der den richtigen Moment trifft. Nein. Ja, ist eine Krabbelmine. Bams. Wow. Ja, Little Mac. Nicht gerade gute Idee gewesen. Na toll. Und tschüss, Zelda. Lass mich los, lass mich los. Wow. Es war die Stage, die ihn getötet hat. What the fuck. So. Ja, bereit bin ich. Beginn bitte. Riesen Olimar. Oh ja, ein paar Münzen, sehr schön. Ja, das weiß ich, wenn man den richtigen Moment drückt, dass ich das Item fangen kann. Okay, ich habe wieder zwei Leben. Das war eine Frage, die sich mir gestellt hat, ob man wieder die zwei Leben hat. Boah, Hammer. Oh ja. Yeah. Bams. Und das war's. Bowser Jr. kloppt auf die Trainerin ein. Bam. Okay, ein bisschen Gold. Dankeschön. So. Ich gehe unten rum. Rob. Auf dem Picto-Chat. Persönlich muss ich sagen, ich bin kein Fan von Rob gewesen im Brawl. Ich mochte diesen Gegner überhaupt nicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Ja, das. Oh, eine Kapsel. Bams. Oh, schade. Da fliegt der Fußball runter. Hier, nimm die Krabbelmine. Krabbelmine. Oh, wie heißen die nochmal? Diese Bowser-Einheiten. Ich sag jetzt Krabbelmine, weil ich so... What the fuck? Zelda halt gerade so Intros hab. Kannst du mal aufhören, du blöder Mund? What the fuck, was ist das jetzt? What the fuck? Hat er so einen Sternenhimmel darstellen? Ah! Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Ich habe auf Picto-Chat, ja, es ist bisher nur ohne Animation gespielt. Okay. Schon. Nein, ich wollte unten rumgehen. Okay, jetzt haben wir eine Armee Lucario vor uns. Von den Teams hat mich immer am meisten gegraut. Egal in welchem Smash. Wenn ich auf hohen Schwierigkeitsstufen spiele. Weil die einen ordentlich aufmischen können. Oh, weil es halt drei auf einmal sind. Oh, ja, und alles Charaktere, die countern können. Das ist besonders nervig. Hier, nimm einen Boomerang. Hier, nimm den Boomerang, habe ich gesagt. Nimm einen Boomerang. Oh. Ich stelle mich gerade ein bisschen scheiße an, ne? Ja, ist gut. Hallo. Lass mich raus. Und da muss nur einer von den Counter auf eine Idee kommen zu countern. Das fuckt ab. Hier. Einer ist down, zwei sind down. Ich habe schon so viel Schaden. Wow. Oh, ich will diesen scheiß Boomerang nicht mehr. Ihr habt den Boomerang. Nix da. Oh, genau das meine ich. Mir greift einen an und da ein anderer countert. Nicht das Ding schon wieder. Nein. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Ja. Was soll das denn? Ey, das ist doch so kackendreist, dieses Ding. Ja, piss dich. Genau. Bam. Oh. Ja, ist gut. Ich weiß, du bist ein Charakter. Oh. Ja, er lässt sein Counterspiel hier ruhig durchgehen, ja. Och nein. Schön. Weg vom Boden. Jetzt geh mir denn auf den Sack, du Scheiß. Nicht schon wieder. Weg hier. Wow. Nein. Wer hat die Bombe? Wer hat die Bombe? Da war eine Bombe. Genau der hatte die Bombe. Ja. Matsch ich ab. Puh. Wie gesagt, ich hasse solche Teams. Vor allem dann so ein Counter-Charakter, der dann, während ich einen versuche anzugreifen, dann der andere dann auch im Angriff steht und einen Counter verwendet. Mann!
So, ich will oben rumgehen. Und Crazy Hand. Bin schon mal gespannt, mit was sie auftrumpfen. Oh yeah, gebt euch die Bro Fist. Bams, bams. Oh yeah. Fokus wieder auf Meisterhand hier. Wow, wow. Ach, der bekannte Move. Ah, das macht schön. Ah, das da wieder. Nix da. Achso, jetzt kommt die große Kugel. Hoppa. Einmal nur. Aua. Hat mich der Falken Punch getroffen von dir. Mach wieder das Kugelspiel. Diesmal aber ohne Kugelzusatz. Wow. Was? What the fuck? Du hast mich doch gar nicht wirklich erwischt. Boah. Okay, wow. Lass mich los, lass mich los. Lass mich verdammt nochmal los. Hä? Was ist denn jetzt? Was? Die ist down? Hä? Was ist... Was zur Hölle? Wow! Was ist das? Autsch! Was ist das für ein Ding? Wow. Autsch. Was ist hier los? Was? Schwerter? Hallo? Help? Aua! Stand da Master Core gerade oder habe ich mir das gerade nur eingebildet auf dem unteren Bildschirm? Was zur Hölle? Ja. What the fuck? Master Core, oder habe ich mich da verlesen? Ich muss gucken, dass ich halt mein... Okay, man kann dem nicht so wirklich ausweichen, wenn man auf der Hälfte ist. Ah ja, das kommt wieder der Body Slam. Oh, lass mich los. Ja, du lässt mich bitte los. Okay. Jetzt beginnt die ganze Chance nochmal. Diesmal. Wow. Bams. Autsch. Wow. Auf diesen Angriff muss ich aufpassen. Wohl, ich muss sagen, der macht hier wenig Rückstoß. Das ist eher das Schwert, was mir gerade so einen extremen Rückstoß gemacht hat. So. Dann hätte mir das... Ja, da steht Master Core. Boah, ich nehme bei, das ist wirklich das erste Mal, dass ich dieses Ding überhaupt sehe. Für den es nicht aufgefallen ist. Wow. 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 Oder die das nicht wissen oder sonst was. Aua. Okay, was nun? Achso, jetzt tut er mich selber widerspiegeln, aber als größere Figur. Jetzt hier.
Hier, nimm dieses Ding mit. Ja? Na, komm her. Nein, traust dich nicht. Ah. Mach dich vom Acker hier. So, jetzt aber. What? Ich dachte, ich muss ihn ausnocken. Was ist denn jetzt los? Kommt da noch was? Was ist das? Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Den letzten Abschnitt habe ich jetzt eher nicht verstanden. Kern zerstören, aber warum? Hä? Kampflos? Endergebnis. Okay. Leute, ganz ehrlich, das war jetzt echt strange. Aber okay, beim nächsten Mal weiß ich halt Bescheid. Was jetzt da auf mich lauert. What the fuck? So, und hier wurde mir gesagt, ich muss... Also hat mir jemand gesagt, ich soll hier mal ein bisschen mehr einfach nur zielen. So. Ist ja alles so... Da, wo ich das Ding zerstöre, platscht es hinten an die Wand. Okay. Muss ich das mal hier unten? Ach Mist, ich wollte ja die Lücke haben. Ah, die Lücke. Ich will die Lücke da haben. Ah, okay. Tatsache. Okay. Da brauche ich noch da unten diese Lücke. Runtergefallen. Shit. Na gut, die Lücke habe ich. Okay, jetzt brauche ich noch hier unten. Na ja. Jetzt habe ich die Lücke auch. Da in der Mitte. Habe ich sie? Sieht so aus. Ja, das Bild sieht fertig aus. Okay. Mal gucken, ob es wirklich fertig ist. Nein, da unten. Nein, da. Verdammt! Das habe ich nicht gesehen. Schämlich. Junior, schämlich. Nicht Spaß. Haha. Wow, aber echt. Was für ein Ding. Weitere Regeln. Also. Ich finde es persönlich, muss ich sagen, cool. Dass sie jetzt so gesehen zeigen, was steckt hinter der Meisterhand. Was ist da jetzt wirklich da? Okay, Zeitversuche. Ja. Chancenzwecke aus. Okay, man kann sogar Selbsttod hochstellen. Okay. Das ist cool eigentlich wieder hier. Okay. Damit würde ich sagen, war's das für diesmal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann noch ein paar Charaktere spiele. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Und zwar habe ich noch in Planung auf jeden Fall aus der zweiten Reihe Sheik. Aus der dritten Reihe Little Mac und Kirby. Vierte Reihe habe ich noch keinen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, welchen ich aus der vierten Reihe spielen soll. Danach in dieser Reihe hätte ich Ness und Captain Falcon, den ich gerne spielen würde. Letzte Reihe gefällt mir gar keiner. Muss ich ehrlich sein. Wo ich sagen muss, na, vielleicht auch. Aber hier in der Reihe muss ich noch gucken, wie ich das spielen würde. Kura, cool. Falcon natürlich auch. Raijutsu bin ich zwar nicht der Fan von, aber ja. Okay, nebenbei, es gibt ja auch schon Tierlists von
ja, von diesem Spiel, zum Tierlist, habe ich jetzt spaßhalber mal geguckt gehabt. Und momentan Art Klasse Tiere sind Sheik, Quajutsu, warte mal, ich weiß nicht, ob Quajutsu wirklich A-Klasse war. Wartet mal, öffne ich doch mal hier im Hintergrund. Also, laut dieser Liste, die ich hier vor mir liegen habe, ja, Stand, wartet mal, der Stand ist von, wartet mal, ich will hier genaue Angaben machen, vom 2. Oktober ist es der Stand von der Tierlist, ja. Auf Platz 1 sind, also, ja doch, Platz 1 sind Sheik, Yoshi, Rosalina, Platz 2, Zerosuit Samus und Quajutsu. Ja, danach Platz 3, Bowser und Lucario, 4, Sonic, Fox und Wario. Platz 5 ist der Miss Doc Hunt Duo. So. Danach 6, Captain Falcon, Diddy Kong, Pit, Dark Pit, Little Mac. Warte mal. 6, danach kommt 7, ist Pac-Man, Peach, Bewohner. 8, Bowser Jr., Mario, Meta Knight. 9, Link, Pikachu, Marv, Donkey Kong und Rob. 10, Dr. Mario, Bowser, Mr. Game Watch, Lucina. 11, Pummeluff, Olimar, Mega Man und Darain, / Robin. 12, glaube ich, kommt jetzt. Ich hab da voll nett mitgezählt. Warte mal. Ja, 12. Okay, ich will mich nur nicht erzählen, da stand hier euch durcheinander bringen. Ja, 12 ist Link, Zelda, Falco und Ness. So, und danach 13. Samus, Wii-Fit Trainer, Luigi, Kirby, Ike, Schulk und ja, die letztplatzierten Palutena und Ganondorf. So, jetzt habe ich euch mal so nach den Platzierungen von oben nach unten so ungefähr gezeigt, wer die stärksten derzeit gepickten Tiere sind. Und danach, ja, mal gucken, was jetzt so letzten Endes draus wird. Es ist ja bisher die erste Tierliste, die ich überhaupt je gesehen habe. Ich würde sagen, es wird sich oder kann sich noch einiges ändern, vor allem wenn sie das Patch-System noch verwenden. Naja, wie gesagt, Stand 2. Oktober. Ja, was sagt das schon aus? Gut, ich rede aber nicht weiter drumherum. Ihr könnt mir ja sagen, mal welchen ich aus dieser Reihe hier nehmen kann. Oh, spaßhalber. Und kommt mir ja nicht mit Rob. Das dementiere ich. Da tont auch so ein Charakter. Naja, egal. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.